Ich werde jetzt zeigen, wie man verschiedene Versionen von Blender installieren kann, weil da gibt es Add-ons, die bis vor kurzem, bis zu einer Version von 2.9 kostenlos waren, mit in Blender integriert, aber weiterentwickelt worden sind und das auch mit einem gewissen Arbeitsaufwand. Diese als ab der Version 3, glaube ich. Aber man muss einen gewissen Beitrag bezahlen. Und wir machen in Anführungsstrichen Blender Vanilla. Das heißt, das meiste eigentlich modellieren mit kostenlosen Add-ons. Und natürlich auch Blender ist auch kostenlos in diesem Fall. Wie man hier sieht, ich habe hier die Version 3.1, Punkt 2. Ich gehe auf Edit Preferences. Und wie man hier sieht bei den Add-ons, kann man bestimmte aktivieren, runterladen. Das habe ich im letzten Tutorial auch gezeigt. Und Add Mesh Archipack, das ich als nächstes zeigen werde, gibt es jetzt nicht mehr als solche für diese Version. Was ich getan habe, es gibt nämlich die Möglichkeit, verschiedene Versionen von Blender zu installieren. Wie man hier sieht, ich habe das jetzt hier installiert, in der Version 2.9, 3.0, 3.1. Und das kann man so machen, indem man auch vor allem diese auf der Blender.org Seite ZIP-Files runterlädt, sich Ordner einlegt. Von der Seite aufgemacht. Download. Sieht man hier, da gibt es dieses Portable Zip-Ordner. Und es gibt auch eine ältere Version. Previous Versions gibt es diese hier, die man runterladen kann. Und da ist dieser Archipack mit dabei. Und es ist auch ziemlich einfach zu importieren, beziehungsweise die Datei zu öffnen. Natürlich ist es auch klar, dass man. Also ich mache jetzt 2.9 auf. Ich habe jetzt quasi zwei Blender-Versionen laufen und zeige euch einer der Werkzeuge. Hier, wie man sieht, habe ich die 2.92 auf. Hat sich eigentlich nicht so viel verändert, was die Arbeitsoberfläche angeht. Natürlich wurde es dann nochmal bestimmte Engines, zum Beispiel Render Engines, weiterentwickelt. Ich tue nochmal mein Record Shortcut Add-on an, sodass ihr auch vielleicht meine Mausklicks besser sehen könnt. Ein bisschen, ups. Show Buttons. Und wie man sieht, kann man das auch hier hinten der Ecke nachvollziehen. Ich gehe auf Add-ons. Ich schaue nochmal um Create, welche ich aktiviert habe. Dynamics kein Archipack und Archimesh. Ich zeige euch nochmal, wie man das macht. Edit, Preferences, dann tut sich in einem anderen Fenster auf, schiebe ich nochmal hier. Und ich weiß, wie es heißt, ich tippe Archipack und man sieht an diesen Häkchen, ich habe es aktiviert, es ist da. Das andere Addon ist Archimesh. Auch da. Man klickt einfach hier und aktiviert. Was ich noch empfehlen würde, ist Bool Tools Addon zu aktivieren. Wie man sieht, ich habe die alle schon aktiviert. Das ist die, die ich jetzt wahrscheinlich benutzen werde. Und vielleicht noch, ich weiß nicht, ob ich das in dieser Version schon auch. Okay, da habe ich auch Add Mesh, Extra Objects. Und Add Curve Extra Objects.
Natürlich kann ich noch diverse andere Addons aktivieren. Zum Beispiel, wenn ich das noch nicht getan habe, sollte Import DXF, FBX etc. STL-Format habe ich alle. Okay, Import, Export, AutoCAD DXF kann ich also auch aktivieren. Das lasse ich jetzt mal so. Save Preferences. Ich habe natürlich auch Autosave Preferences auch nochmal aktiviert gehabt, aber das ist erstmal doppelt abgesichert. Genau. Und jetzt eine Shortcut 7, kennen wir auch schon vom letzten. Kann ich in die Draufsicht gehen? Was ich vielleicht noch machen werde, wahrscheinlich habe ich das schon getan. Nein. Für die Arbeiten, die wir jetzt vielleicht durchführen werden, ist es ja einfach vonnöten. Also finde ich, wenn man zum Beispiel diesen Wechsel zwischen Transparenten und Model einen Shortcut kreiert. Das mache ich, indem ich einfach hier in dieses Fenster reingehe, letzte Mausklick und Change Shortcut. Und ich mache als erstes vielleicht W. Und dann gehe ich nochmal raus, schließe das hier. Und wie man sieht, bin ich jetzt im transparenten Modus, wenn ich nochmal aktiviert habe. Show Overlays deaktiviert. W drücken, sieht man auch besser die Kanten und die Bestandteile von dem Modell. Das heißt, ich kann durch das ganze Objekt, hier ist mal ein Cube einfach, das ist vielleicht einfach zu erschließen, aber je komplexer die Geometrie ist, kann das schon ziemlich hilfreich sein. Also mit Tab-Taste gehe ich in den Bearbeitungsmodus oder gehe ich wieder raus. Wenn ich hier aktiviere, kann genauso gut diesen Modus erreichen oder auch andere Modi. Ich mache nochmal Edit Mode und dann bin ich wieder in meinem Aktivierungsmodus. Ich habe also diesen Würfel gelöscht und jetzt mit Shortcut N mache ich meine Seitenleiter auf und dort ist diese Archipel Create Wall. Also ich werde als erstes eine Wand erzeugen. Wie und man sieht hier, also ich bin in der Seitenansicht, beziehungsweise Draufsicht, Entschuldigung. Und da habe ich einen Wandabschnitt generiert. Wenn ich hier unten links nochmal was aktiviere, diesen Wall, Auto-Manipulate, das heißt, ich kann jetzt, wenn ich ziehe, beziehungsweise auch wie unten angezeigt wird, Drag or Keyboard to modify size. Also natürlich kann ich jetzt auch weitere Wände einfügen. Ich drücke mal Wand. Diese möchte ich drehen um 90 Grad. Und passe ich auch nochmal die Höhe an. Das hatten wir 3,50. Und die sollte dann 7,20. Ich kann auch diese Wand nachträglich bearbeiten, wenn ich natürlich auch hier aktiviert hatte, indem ich auf Archipack gehe. Und dann gibt es auch diese Information. Das heißt, ich mache jetzt hier meine Stärke, was er vorhin nicht übernommen hat, weil ich nicht Enter gedrückt habe. Und Fitproof haben wir natürlich nicht. Kann natürlich auch bestimmte Parts hinzufügen, wenn ich möchte.
natürlich in einen Winkel, aber ich möchte ja auch keinen Winkel haben. Das heißt, ich kann das nachträglich manipulieren und ich sag jetzt 8 Meter. Hier trage ich jetzt 7 Meter auf. Okay. Und hier vorne füge ich noch mal einen hinzu. Und schaue ich noch mal an, ob das jetzt so okay ist von dem Manipulieren hier. Und mache auch 7 Meter und dann habe ich meinen Klassenraum erzeugt. Und das wären ja diese Wände. Das ist dieses Archipack und das ist als solche Addon in Blender 2.9 als mit installiert und ansonsten gibt es Archipack 2.0 für die alle höheren Blender-Versionen, wie man hier sehen kann. Hier Archipack 2 müsste eigentlich als erstes ja genau, blenderarchitekt.org und man kann dann sich diese Version runterladen und also 2.0 hat natürlich mehrere Funktionen und das kostet 49 Euro. Dann kann man auch die Bewertung nochmal gucken und desgleichen, aber wie gesagt, man kann auch die ältere Blender-Version benutzen mit weniger Archipack-Funktionen, aber für die Zwecke, die wir jetzt gerade benötigen, reicht es auch völlig aus. Ich gehe nochmal auf Create hier und möchte vielleicht einen Floor hinzufügen. Weiß nicht. Mache ich diesen hier. Und dann fragt er mich auch nach Abmessungen. Okay. Das wäre 8 oder ziehe das nochmal ab. Ich kann den genauso wie alle anderen Objekte auch bewegen. Kann auch meinen Snap aktivieren. Und hier vielleicht to the edge. Man sieht, schnappt er mir dann diesen auch. Kann auch jetzt skalieren. Das wird natürlich erstmal nicht so hinhaben, wie ich es haben möchte, in die Richtung. Und dann in die Richtung. Kann aber auch natürlich Werte angeben oder auch wenn ich die Abstände kenne in Archipack Flooring Manipulate und dann kann ich die genauen Maßen wieder nachträglich ändern und anpassen. Was wir jetzt machen werden ist, wir werden ein Fenster setzen oder vielleicht eine Tür, also ich nehme erstmal eine Tür. Ich aktiviere Boolean und nehme mir eine Tür vor. Und da sollte mir erstmal aus, also ich nehme diese hier. Also das ist jetzt für mich nicht so von Bedeutung an sich. Setze hier rein. Schau mir das noch meine Draufsicht an, aktiviere meinen Transparentmodus. Natürlich kann ich das nochmal
genauer anpassen, aber hier geht es fürs Erste, dass wir vielleicht das Prinzip kennenlernen. Gehen wir mal rein. Und wie man hier sieht, ich würde das zum Beispiel immer so machen, wenn wir dann sowas haben, so eine Tür oder desgleichen, dass wir diesen Boolean aktivieren. Das ist Auto-Boolean. Ich kann dann Robust machen oder Interaktiv. Und aktiviere alle meine Objekte beziehungsweise und meine Tür und Berlin. Und wie man hier sieht, habe ich dann meine Tür rausgeschnitten und natürlich ist es auch so, dass ich hier, da ich ja in die Wand geschnitten habe und natürlich meine Decke auch nicht so für innen aufgestellt habe, kann ich das so schließen, dass ich einfach nur S nehme und skaliere bzw. W drücke, in den Bearbeitungsmodus gehe, aktiviere meine Kontrollpunkte und dann werde ich meine, schaue auch, dass ich das hier aktiviert habe, Vertex, und dann kann ich das genau die Kante anpassen. Da scheint es okay zu sein. Dann mache ich das hier unten mit meinem Objekt. G für bewegen, X oder Y-Axis und Snap to Points. Dann mache ich jetzt von der Seite. G und Z. Und wie man hier am besten sehen kann, ich kann dann diese Tür, wenn ich die bewege, aus der Wand rein und rausschneiden. Und dann kann ich mir natürlich auch festlegen, wie ich das haben möchte. Und diese Tür kann ich genauso gut bearbeiten, weil die auch aus verschiedenen Bestandteilen aufgebaut ist, wie halt mit der anderen Geometrie, die ich erzeuge. Ich markiere jetzt dieses Türblatt als Beispiel, gehe in Bearbeitungsmodus und da gibt es ja auch, wie man hier sehen kann, dieses Vertices etc. Und da kann ich auch Loops, Edge Loops hinzufügen und bestimmte Konturen nochmal herzustellen oder zu extrudieren. Ich mache das jetzt ganz schnell als Beispiel oder auch Linien herausnehmen. Das gleiche kann man auch mit dem Fenster. Ich möchte natürlich jetzt keinen Edge Loop machen, sondern jetzt vielleicht nochmal Extrude. Ja. Und ich mache das jetzt mal so ganz einfach. Vielleicht auch rein in die Geometrie. So als Beispiel.
Und das kann man jetzt weiterverfolgen. Das wäre zum Beispiel das erste Werkzeug, dieses Archipack. Als nächstes stelle ich euch kurz Archimesh vor. Ich habe jetzt eine neue Datei aufgemacht und als erstes natürlich werde ich meine Default Cube Blender löschen. Gibt es auch schöne Geschichten dazu. Und schaue, dass ich in meinen Editor wieder meine Shortcuts sichtbar mache. Beziehungsweise auch Mausanzeige. Ja. Und gehen wir auf Create. Archimesh. Metric Meter. Da kann ich es also so lassen. Alles soweit aktiviert. Kann also loslegen mit 7 gehe ich in die Draufsicht und als erstes machen wir genauso wie vorhin werde ich eine Wand hinzufügen, also Archimesh. Wie man hier sieht, kann habe ich auch eine große Auswahl zur Verfügung, was ich eigentlich machen möchte. Und als erstes wird eine Wand sein. Und das mache ich, indem ich rum aktiviere. Und wie man sieht, hat er mir auch in meinen Nullpunkt eingesetzt als Standard. Unten links, ähnlich wie bei Archipack, kann ich dann einen Reiter aufmachen. Der fragt mich etwas, okay, das Properties Panel and to define params. Okay. Oder ich kann auch welche importieren, aber uns interessiert das Erste, dass wir einfach hier das alles definieren können. Man sieht, ich kann auch eine Baseboard aktivieren, deaktivieren. Ich lasse es erstmal deaktiviert. Und Anzahl der Wände. Bisschen übertrieben. Machen wir 4. Enter. Und schauen wir das nochmal jetzt an. Die Höhe ist, ich kann das genauso jetzt auf 3,50 begrenzen. Ich möchte auch keine Wandverkleidung. Gibt auch Advanced Settings. Können wir auch nochmal gucken. Okay. Da kann man auch bestimmte Einstellungen vornehmen mit Winkel und das Gleiche, aber das wollen wir erstmal nicht. Wir machen ganz simpel 8. Im zweiten machen wir
Fenster oben, gehe auf Object, ne? Set Origin. Wir gehen nach unten. The Cursor. Und sage bitte bewegen. Oder Move. Ja, das ist mein. Ja. Und kann ich dann entsprechend mein Objekt bewegen, aber da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. Okay. Und jetzt kann ich auch mit Edit meine Abmessungen ändern. Ein bisschen zu kurz und dann zu lang. Da kann ich auch jetzt mit Schrägen arbeiten. Ich habe ja vergessen, dass ich auch noch die Materialstärke habe. Ich werde jetzt nicht so rechnen. Oder ich mache das noch ein bisschen anders, so wie das letzte Mal. Lege wieder mein Shortcut auf. In den Bearbeitungsmodus, schaue, dass ich meine Kontrollpunkte markiert habe und kann jetzt einfach nur mit G in Y-Axis nach oben mit Snap machen. Okay, gehe raus aus dem Befehl. Ah, ich gebe nochmal eine Stärke hinzu, markiere mein Face, das kann ich so machen, indem ich jetzt markiere und dann E. Set heißt, ich möchte eine Z-Achse extrudieren. Wie man hier sieht, wenn ich das nicht so mache, passiert solche Sachen, aber wenn ich Z oder Z angebe und minus 0,2, sodass wir eine gewisse Stärke haben und dann rausgehen und W drücke, bin ich wieder in dem Stativmodus und in Objektmodus. Okay, jetzt bin ich ja soweit. So, in. Wir haben also jetzt unsere Wände und Boden. Als nächstes setzen wir einfach eine Tür ein. Okay, ich mache das jetzt auch mit unserem Shortcut, dass wir ein bisschen transparent sehen. Markiere mir die Tür in meinen Collection und werde sie einfach jetzt hier. Ich kann natürlich auch wieder einen Referenzpunkt erzeugen und desgleichen, aber hier geht es einfach nur ums Prinzip, um zu zeigen, was für Einstellungen möglich sind. Gut, aber wie man sieht hier, ist fürs Erste noch nichts passiert. Heißt so viel, dass ich einfach die Tür und auch den Raum markiere, gehe in Archimesh und sage Autoholz für mein. Upp, und jetzt habe ich hier meine Tür. Und ich kann das natürlich jetzt weiter nochmal verfolgen und ich meine Tür markiere. Kann ich dann entsprechend editieren bzw. bearbeiten auch. Und anpassen. Das heißt, ich kann das auch hier markieren und etwas hinzufügen an Geometrie. Ich kann nochmal schön verdecken. Wenn ich dann markiere und in Bearbeitungsmodus gehe, sehe ich auch und das gleiche wie bei Archipack, kann auch ein Loop
oder desgleichen hinzufügen. Faces aktivieren und mir die Tür von Archimesh als eine Grundlage nehmen und dann daraus die Geometrie weiter zu bearbeiten. Das gleiche geht auch für alle möglichen Objekte, die wir vielleicht benutzen können. Und bewegen. Ausrichten. Ich schaue mir das am besten noch mal im 3D an. Jetzt mache, schaue mir noch meine Seitenansicht. Und natürlich kann ich dann weiter auch bearbeiten und auch diese Geometrie nutzen, damit ich das sie einbauen kann und anpassen. Das heißt, ich gehe nochmal, markiere das Objekt, gehe in Bearbeitungsmodus. Und füge wieder mal ein Loop-Tool hinzu. Macht er mir irgendeinen Loop? Ja. Kann diesen auch hier bewegen, wo ich ihn haben möchte. Und markiere vielleicht dieses hier. Aber aus dem Befehl raus. Weil wir jetzt extrudieren möchten. Kann natürlich über einen Wert gehen oder auch ich mache nochmal nur als Beispiel. Okay, das ist ja auch so komplett out of scope, was ich hier mache, aber es geht ja ums Prinzip zu zeigen, dass es man wirklich hier alles einstellen kann im Archimesh und sich gewisse Grundgeometrien holen und diese dann anpassen und verforschen. Ich würde aber auch empfehlen, einfach nur zu lernen, gewisse Befehle und auch Modellierungstechniken auch selber auszuprobieren. Das wäre zum Beispiel das Archimesh. Was ich noch zeigen möchte, ist Blender Kit. Ich speichere das vielleicht als solche. Dass wir das auch nicht vergessen. Anteil mit Increment Wert. Save Blender File. Und gehe nochmal auf die Website. Blender Kit. Da gibt es auch Objekte, ziemlich viele, die man auch selber runterladen. I want free assets, klar, und dann gleich laden wir Download Blender Kit. Ist auch alles schön, mal nach Zahl, wie man das installiert. Auf Edit Preferences und das ist das Add-on und gehe auf ich möchte installieren, gehe auf Insta, suche natürlich mein Install-File, das ist dieses Blender-Kit, Install Add-on. Dauert. Okay, aktiviere.
Dauert auch. Ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig. Entschuldigung. Und kann man auch OK drücken. Und unter verschiedenen Scene, Materials, Brushes etc. sich etwas aussuchen. Und runterladen. Ich würde dann zum Beispiel Login machen oder Sound Up. Ich hoffe, ich habe meinen Namen jetzt. Haben wir manche Scenes, auch wenn man schon was vorgefertigt haben möchte. Ich schaue mir nochmal das hier vielleicht an. Ich bewege das raus, das Objekt, was ich jetzt hinzugefügt habe. Schaue, dass ich es auch das heißt Delete. Und wie man sieht, habe ich mir auch etwas nochmal hinzugefügt. Und das kann ich genauso gut jetzt weiterverarbeiten, modellieren oder anpassen. Und würde ich immer empfehlen, also als erstes, dass man sich das anschaut, was da alles an Vorlagen schon gibt. Die kostenlos sind, das heißt, man hat keine Verpflichtung, nur sich jetzt anzumelden und als
eine Leihlizenz in Anführungsstrichen, wie man das nennen mag. Und jetzt lädt er wieder. Und das wäre zum Beispiel eine der naheliegendsten Möglichkeiten innerhalb von Blender, etwas hinzuzufügen und aufzubauen. Könnte ein bisschen dauern jetzt. Und wie man hier sieht, jetzt ist die Ladeform abgeschlossen und jetzt konnte ich mir reinladen meine Blender-Datei. Natürlich kann ich es ausrichten, weiter bearbeiten, geht das Gleiche. Ich mache. Okay, das hat die Mitte. Dann machen wir erstmal so, dass wir einen Plan auf die Länge. Ich markiere mein Bilddatei, drücke S und skaliere fast so, dass ich dann mich nicht so sehr verliere, so wie gerade. Get out of place. Na. Ja. Schauen wir das nochmal an. Ja, fast richtig. Ich bin erstmal so, dass ich das vernachlässige. Und kann jetzt auch mit meinen Grundobjekten, die ich hier zur Verfügung habe vom Blender,
Also mit diesen Meshes, ohne jetzt alle anderen Werkzeuge zu benutzen, einfach meine Wände, Objekte, die ich habe, modellieren, auch mit der Decke. Also ich mache das vielleicht hier kurz. Gerne Bearbeitungsmodus. Aber bitte in die 1, weil ich jetzt meine Kontrollpunkte verschieben werde. Beziehungsweise Vertices, wie die hier heißen. Anschauen, schiebe den auf. Ich kann das jetzt kopieren, beziehungsweise da ist er ja doch etwas. Ein bisschen mehr von dem Raum. Da kann ich jetzt ups, also wollten wir das nicht haben. Ich wollte eigentlich beide, oben und unten natürlich. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Und schiebe diese. Man sieht, ich habe die Achsen blockiert, das heißt, ich verschiebe den nicht so im Raum. Mache mit dem genauso. Wieder nicht alles markiert. Kann natürlich auch extrudieren. Face, aber ich mache das hier mit verschieben. Dann nehme ich mir vor, dass ich den Loop Cut an der Steuerung R nehme. Dann gehe natürlich aber auch in dem Modus, dass ich das bearbeiten kann. Das ist dieses hier, Loop Cut. Wie man sieht, das ist Ctrl R oder Steuerung R. Und da habe ich diesen schon. Ja. Und ich kann diesen auch markieren. Und wenn ich G drücke, also bewegen. Aber jetzt aufpassen, welche Achse ich jetzt festlege. Kann ich mir diesen hier hinzufügen? Das mache ich jetzt Pi mal Daumen. Ihr könnt natürlich auch ganz genau dann arbeiten. Aber das ist ja für die Visualisierung auf Millimeter kommt es auch nicht an. Es sei denn, das ist wirklich dann prägnant und sehr sichtbar. Na, ich war schon richtig hier, genau. Dann kommt es natürlich auch an wieder. Das ist, muss man immer sehr vorsichtig sein, so wie gerade hier kurz nicht aufgepasst. Und da habe ich schon mal die erste. Ich zeige das nur anhand von diesem einen Beispiel. Ich kann ihn auch wirklich ganz genau markieren, aber das glaube ich wird dann nicht mehr so auffallen. Ich möchte vor allem hier ein sein, dass es sich hier ums Prinzip handelt. Na? Werde jetzt das auch hier extrudieren. Und dann habe ich schon meine erste Wende und das kann ich jetzt genauso in alle Richtungen machen. Brauche auch eine richtige Höhe. Das hätte ich natürlich vorher machen können, aber da eignet sich jetzt auch genauso.
wenn ich vielleicht meine Map ausschalte, nein, die brauche ich aber, dass ich auch für Fenster mir als Grundlage diese Loopcats einfüge und als Referenz nehme, diese auszuschneiden oder desgleichen. Oder ich kann auch zum Beispiel wieder mal mit Steuerung A ein Cube hinzufügen. Da muss man aufpassen, dass ich erstmal aus dem Modus rausgehe. Und hier mein, sodass das in der anderen Collection ist, also nicht in der Bearbeitung, in der ich drin bin. Und da kann ich mir so wäre okay, aber da doch. Jetzt müssen wir mal schauen. Dass ich dann da. Okay. Lassen wir das mal so. Schiebe das auch. Machen. Und also ich habe jetzt mein Fenster in Anführungsstrichen, also als die Vorlage, und kann jetzt anfangen mit Boolean Difference. Mein Bull Tool. Auszuschneiden. Und jetzt wieder als Referenz nehmen und meine Fenster modellieren selbstständig. Wenn ich aber zum Beispiel mein behalten möchte, kann ich das mit Brush Boolean machen, so dass ich diese Geometrie noch da habe, wie man die sehen kann, wenn man dieses markiert. Und es ist auch wiederum immer noch die Möglichkeit gegeben, dass ich das schön platzieren kann und anpassen. Aber das ist erstmal fürs Erste soweit. Die einfachste Methode für die Kubatur ist natürlich, wenn man das aus dem Archicad exportiert und dann die Sachen, die man eben nicht im Archicad modellieren kann, im Blender modelliert und einsetzt. Aber in dieser Reihe haben wir einfach nur gezeigt, dass es auch Möglichkeit gibt, ein Blender Native File, wenn man so schön sagt, zu erzeugen, was auch unter Umständen weniger problematisch sein kann. Verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Raum erzeugen kann im Blender. Man kann natürlich auch, das haben wir in einem anderen Tutorial gezeigt, im separaten, wie man einfach Dateien aus einem anderen Programm reinlädt und dann ein Feintuning im Blender machen kann. Aber hier geht es um die Modelliertechnik und die Grundlagen. Und in den nächsten Tutorials werden wir auch natürlich noch komplexere Sachen modelliert werden. Und hier ging es darum, als erstes sich mit den Begrifflichkeiten wie Vertices, Faces etc. Vertraut zu machen.